und ein herzliches Willkommen zur letzten Aufnahme von dieser Aufnahmesession heute bei Wise, Son of Rome, mit von Nöhe Gameplays als Hobby, kurz vor einer Schlacht oder Invasion, könnte man schon fast sagen. wir müssen es allerdings leider verteidigen. Wir dürfen gespannt sein, ob wir es schaffen. Ich bin der Meinung, wir beschießen eher die die Katapulte, damit die uns nicht stören. Und Nahkampf, das kriegen wir doch mittlerweile eigentlich ganz gut hin, je nachdem, was für Gegner kommen. Aber wir können uns da immerhin wenigstens immer wieder heilen. Und ja, dann sehen wir weiter. Wir wählen jetzt einfach das hier aus und dann kämpfen. Schauen wir mal, was passiert. Ballisten, zieht auf die Belagerungsmaschinen. Bleibt nah der Zinn. Sobald ihre Leiter den Stein berühren, treten sie runter. Da kommen sie! Da ist eine Leiter. Da sind schon welche oben. Okay. Ich freue mich ja mal überhaupt nicht. Ist kaputt. Nicht da. Einfach schießen. Cool, der kann schweben. Ziel wählen? Ich würde sagen, immer noch die Belagerungsmaschinen. Eigentlich klappt es doch ganz gut. Ballisten, zieht auf die Belagerungsmaschinen. Sie sind in Reichweite. Oh, ich höre Leitern. Irgendwo. Tschüss. Gebt Bescheid, wenn ihre Schützen die Sehnen spannen. Oh, da kann ich doch nicht. Schützen! Salve abfeuern! Schützen! Salve jetzt abfeuern! Oh. Kommst du schon wieder her?
schön schießen. Warum muss ich das euch immer sagen? Schießt einfach. So, der nächste Doom hier. Haltet hier auf! Ich brauche Zeit, um diese Seile durchzuschneiden und den Turm zu zerstören! Feuer! Deckt mich! Leckt mich oder deckt mich? Ist kaputt, mein Freund. Yeah! Erinnert mich so ein bisschen an so ein Herr der Ringe Spiel. Die zwei Türme. Das hatte ich mal auf der Gamecube gespielt gehabt. Das war genauso geil. Guck mal, der schwebt da immer noch. Irgendwo Leiter? Oh, da ist jemand. Renn hin, mein Freund, und heil dich. Juhu. Wobei ich, glaube ich, noch voll bin. Jetzt sowieso. Das ist das Ziel, Herr. Ach komm, nehmen wir mal die Belagerungstürme. Einfach mal so zur Abwechslung. Ballisten, Türme und Soldaten. Eigentlich für ein Gesundheitsbalken. Gesundheit der Römer. Oh. Das ist nicht viel. Und trotzdem kommen hier Soldaten hoch. Also von daher. Sollte ich doch lieber die Belagerungstürme nehmen. Da haben wir noch eine Leiter, sogar zwei. Ich glaube, durch die Katapulte kriegen meine Leute den meisten Schaden. Also als nächstes wieder die Belagerungsgerätschaften. Schießen! Deck mich! Ich muss da weg. Schön, dass man so viel, sage ich jetzt mal, sein Leben generieren kann. Wow. Weg da. Weg da. Scheiße, ey. Wie lange geht es noch? Das war ein Fehler, dass ich die Belagerungstürme gemacht habe. Das war es wohl noch nicht so ganz.
Oh, ein Rambock. Oh, ich kann nicht schneller laufen. Das Südtor ist gefallen. Die Stadt wird überrannt werden. Bringt diese Menschen zu den Schiffen. Ja, Herr. Räumt das Gebäude leer. Den Hafen erreichen. Gibt es einen anderen Weg? Ja, Herr. Durch diese Armensiedlung dort. Okay, durch die Armensiedlung. Evakuierung in Gange. Also hier lang nehme ich mal an. Räumt das Gebäude leer! Ah, hier. Speicherpunkt, sehr schön. Die Briten kommen! Die Briten kommen! Wir dürfen nicht verlassen! Ich werde diese Schweine selbst aufhalten! Wo sind die Fluchtboote? Ich muss meinen Sohn finden! Hat jemand Claudius gesehen? Oh, ich kann hier sogar rein. Okay, kann ich nicht erlösen. Ah. So, was gibt's hier? Da hoch? Hier lang? Okay, hier gibt's wohl nichts. Ach komm. Ja, mit den Pilums. Auf Vorrat einkaufen. Oh, hier ist noch mehr. So, alles voll, würde ich sagen.
Okay, hier hinten müssen wir hin. Ein Speicherpunkt. Was machst du denn? Meine Güte, war das schon wieder riesig. Ein blauer Schrank. Kann ich ihn kaputt machen oder was? Die Farbe blau ist irreführend in dem Spiel. Ich renne hier gerade einfach mal so durch und hau einfach mal alles platt, was so mir in die Gegend kommt. Ja, noch langsamer würde ich nicht laufen in der Höllenhitze. Ich purzel doch so selber, oder? Hallo, weißt du, wie heiß Metallplatten werden bei der Hitze? Wird schön, hab ich doch gern gemacht. Ich würde ja auch gern schnell raus, aber ich kann nicht schnell. Da kann ich sowieso nicht lang. Ich muss wohl hier hoch. Wir haben aller Zeit der Welt. Warum hetzen? Wir schwitzen auch so. Ah, ja. Kommt hier raus. War mir klar, dass nämlich noch was drin ist. Wir finden zwar nicht mehr die vollen 100%, ich habe nicht gesehen, wo man die Sachen findet, die wir eingesammelt haben. Und da habe ich auch einige Sachen anscheinend schon verpasst. Von daher ist es nicht so schlimm, aber trotzdem will ich alles mitnehmen, was geht. Geht doch. Aber wie gesagt, ich finde es berechtigt, dass die sauer sind. Auf ihn. Zwei Stück von denen. Ich sehe nichts mehr. Hallo. Genau. Genau das wollte ich.
Okay. Wir sind bei 20 Minuten. Tut mir leid. Feierabend. Mit dieser Aufnahme zumindest. Und sogar mit meiner Aufnahmesession. Scheiße, stimmt. Okay, wir spielen weiter, bis es speichert. Wahrscheinlich speichert es ab hier. Yep, Speicherpunkt, sehr schön. Okay. Okay, also, wir sind aus der Flucht von York. Wir flüchten aus York, so rum. Zurecht. Beziehungsweise, wir flüchten nicht zurecht, sondern zurecht, dass die Briten uns angreifen. Kann ich nachvollziehen. Das war eine Scheißaktion von dem Sohn des Kaisers oder von Kaiser selbst eventuell, wenn der Befehl wirklich von ihm kam. Wir werden sehen, was die Geschichte noch uns lehrt, was wir noch erfahren dürfen. Ich hoffe, ihr seid damit dabei, wenn wir mehr erfahren, und ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Ihr könnt es mir jetzt natürlich mit einem Daumen nach oben zeigen und logischerweise mit einem Abo. Dann kriegt ihr logischerweise auch immerhin die Benachrichtigung, wenn der nächste Teil hochkommt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil hoffentlich wieder. Wenn es heißt, auf dem PC, Rise Son of Rome mit von Lyria Gameplays als Hobby. Und tschüss.